Die lila Fangemeinde hatte wieder Grund zu feiern. Knapp 7000 Fans wollten das erste Heimspiel der Frankfurt Galaxy bei Universe sehen. Und es wurde viel geboten. Neben der Powerparty gab es auch im Stadion den von vielen Fans so geliebten Einlauf der Mannschaft. Das Ganze natürlich mit viel Entertainment, an dem auch die Spieler sichtlich ihren Spaß hatten. Aber natürlich waren die Fans nicht nur zum Feiern da, sondern sie wollten selbstverständlich auch guten Football sehen. Hier wurde die lila Gemeinde allerdings von den Nürnbergern kalt erwischt. Der Gäste-Quarterback schon auf der Flucht, aber er findet noch einen Passempfänger in der Endzone. Und somit stand es schnell 7:0 für die Rams aus Nürnberg. Doch Frankfurt hatte ebenfalls ein eingespieltes Duo. Quarterback Emmanuel Lewis auf André Feuerherd und der Topscorer der vergangenen Saison hatte wieder zugeschlagen. Allerdings konnte Nürnberg wieder erhöhen. Spielstand 7:13. Die Defensive von Frankfurt funktionierte noch nicht, aber die Offensive war dagegen umso besser. Wieder Lewis auf Feuerherd. Und wenn die beiden zusammen agieren, kommt immer dasselbe dabei raus. Touchdown, Galaxy. Auch der Extrapunkt war erfolgreich und somit Frankfurt zum ersten Mal in Führung. Nach dem Seitenwechsel ging es genauso weiter. Selbes Duo, selbes Ende. André Feuerherd mit dem dritten Touchdown in diesem Spiel und bereits der achte in dieser Saison. Doch wer dachte, die Rams würden sich jetzt geschlagen geben, der hatte sich getäuscht. Nürnberg mit diesem Big Play und die Franken konnten verkürzen. Frankfurt alles andere als geschockt. Die Antwort kam schneller, als es die Fans erwartet hatten. Return von John Clement. Der erst ein Yard vor der Endzone gestoppt werden kann. Und dann noch die einfache Aufgabe durch Evan Harrington und dem nächsten Touchdown. Halbzeitstand 28:20. Im zweiten Abschnitt war es dann nur noch eine Mannschaft, die das Spiel bestimmte. Und das war die Galaxy aus Frankfurt. Drittes Viertel. Und wenn Emmanuel Lewis keinen Empfänger findet, dann geht er einfach selbst. Und das bis in die Endzone. Touchdown Nummer 5 für die Spieler in Orange and Purple. Die Fans hatten sich nach dem Jubel gerade wieder hingesetzt. Da war die Galaxy nach einem Fumble schon wieder vor der Endzone. Und diesmal war es wieder Running Back Evan Harrington, der für die nächsten Punkte sorgte. Mittlerweile feierte das ganze Stadion und sie sollten noch einen Grund bekommen zum Jubeln. Nach einem erfolgreichen Field Goal durfte im letzten Abschnitt auch Quarterback Tim Miskovich zeigen, was er kann. Und fand den 2,05-Meter-Mann Florian Bambuch in der Endzone. Endstand 51:20. Ein starkes Spiel der Frankfurt Galaxy und ein völlig verdienter Sieg. 4 Spiele, 4 Siege. Die Fans können mehr als zufrieden sein.